mich nicht an, finde ich cool. Was ist das denn? Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, okay. Dass nicht wieder alles zusammenbricht. Ich habe so ein Gefühl, die schaffen das schon von allein. Steht. Okay, jedes Mal, wenn ich einen Kronkorken einsammle, wird das hier so in der Mitte des Screens irgendwie so angezeigt und weiß ich nicht. So ein Gefühl, es ist ganz schön schwierig, an Kronkorken ja zu kommen in dem Spiel. Wenn da auch so ein Big Deal irgendwie gemacht wird. Da denke ich hier gerade zu viel darüber nach. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Bitte was? Noch einmal. Furchtbar real. Tötet die Mr. Farmhand Aufseher. Okay. Mr. Farmhand Aufseher. Ah! Du! Ja. Au! Bist du? Ja. Ist ausgewichen, hab grad gesehen. Ich meine, die sind das nicht, ne? Okay, Event, alles klar, das mache ich doch jetzt mal, hallo. Denn. Weiß ich ja. Gezogen. Das wäre halt nix. Ja, was ist da? Was ist da? Komm her. Feuerwehrmann! Das heißt kontaminiert. So, das soll ich machen. Ist da eine Wasserprobe aus dem Fluss? Ach so, boah. Sag mir das doch mal einer. Ist doch nicht auf, wenn man mir hier was sagt. Hallo? Da, oh Gott. Aufseher Chatting, ey. Ich habe schon gelernt, wie man fort hier ist. Mach immer so einen Rückwärtsschritt. Weicht im letzten Moment aus. Okay. Das ist wie diese Red Rocket Raststätte, wo ich mein Haus gemacht habe in Fallout 4. Kartoffelchips. Yeah. So, mein Lagerkiste. Okay. Ich tue mal da eine Aluminiumdose rein und ich frage mich, ob das Ding auch überall transferiert wird halt. Also auch in diese Camping-Lagerkiste. Warum ist der? Hi! Au! Wie kannst du das eigentlich wagen? Fass er mich nicht an! Kontrollpunkt erreicht. Halt. Was entdeckt ihr jetzt im Kaschal-Labor? Schon wieder Tag, ey. Schon den ganzen Tag hier rumlatschen. Bitte bereitstellen. Das Band, um das schmutzige Wasser abzukochen.
Alles klar. Holz und so weiter, alles hatte ich schon. Also. Und dass ich hier jeden Mist einsammle. Oh, und da ist genau das, was ich suche. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Kontakt hier getroffen, ne? Also irgendwie sehr. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ist halt irgendwie glaubhafter als in jedem anderen Fallout bisher. Weil man bisher echt noch niemanden getroffen hat. Normalerweise kommt man irgendwie schon direkt irgendwie in eine Stadt oder irgendwie so. Eine Siedlung. Eins auf den anderen und ich habe ein Level ab. Direkt mal. So ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Ja, warum nicht? Okay. What? Jetzt hier einfach so gratis mal ein paar Skills bekommen oder was? Oh, ich scheine keine neuen Sachen zu bekommen. Außer ich habe die gerade hier so bekommen. Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30% verringert. Ja, du hast jetzt weniger Schaden durch Essen und Trinken auf. Erstmal Camping-Profi. Hungerdurst nehmen 40% länger zu, wenn du dich im Camp. Wenn du alleine unterwegs bist, leistest du 10% weniger Schaden. Du hast 10% AP-Regeneration. Und da werde ich sogar nehmen. Affenläufer, deine Geschwindigkeit beim Schwimmen wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Ja, nehmen wir mal das eine. Sehr. Ich habe so ein Gefühl, das wird so die meiste Zeit der Fall sein. Und ich habe jetzt eiskalt hier mal so ein paar Sachen. Im Sammeln von Pflanzen hättest du doppelte Menge. Okay, wenn ich da gratis hab. Warum nicht? Was ist das hier? Das ist Glück, ne? Stufe 7, okay. Cool. Gegenstandsbelohnung. Alter. Das muss ich nur diesen einen Typen hier töten, ne? Mr. Farbenend Aufseher. Oder ich muss schon wieder hier rein. Irgendwie so ein Nebenquest-Terminal oder was? Das ist im Flatwoods. Albert Winters. Alles klar, ich beginne ja voll die in seinem Zuhause. Ich will aber gerne erstmal diese Typen da. Okay. Diesen einen Typen neu erledigen. In meiner Verzweiflung wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen. Jedem zu essen, der mit ich hab Typen gesehen, die eine Ratte essen wollten. Danach habe ich eine Küche gehabt. Automatische Nachricht. Die Waldwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Habe ich da was verpasst? Aber ich habe da was verpasst. Oder ich habe zu lange gebraucht.
So. Noch eine Mission abgeschlossen. Wo kann ich denn sehen, wo ich da hin muss? Im nächsten Tagebuch ein. Okay, da muss ich ganz weit hin. Okay, da hinten ist das. Lass mal erstmal, gehen wir erstmal da hinten Mission machen. Furchtbare Erde. So aus wieder andere Gebiet. Ich gerade war. Was? Hab ich abgeschlossen? Boah. Muss ich hier noch reingehen oder was? Boah. Was ist das denn? Noch keine Spieler getroffen. Ich meine, ich bin immer noch im Tutorial-Gebiet oder so. Also ja. Mal schauen. Letzte Abreise. Und direkt ins nächste Gebiet. Ich noch ein Level ab. Das wäre jetzt perfekt. Ich als Krieger, ey. Level up. Kannst nur am PvP teilnehmen. Bin ich noch gar nicht da drin, ne? Du hast Stufe 5 erreicht. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Arbeit zusammen. Freunde. Ein Zitzname eintauschen und angreifen und scheinen. Ne. Alles klar. Okay, ich glaube, jetzt geht's so richtig ab. Ne? Jetzt werde ich sterben. Nehmen wir denn? Was sagen wir denn? Optimal. Also, alle Nahrungsmittel stehen 25%. Geht's hier mit? Außer dir. Was? Was habe ich denn bis jetzt noch nicht? Glück habe ich noch nicht. Ich jetzt super, wenn eine gesunde das hier jetzt eine Chance für den Fahren zu vermeiden. Aber warum nicht? Ah, ich hab schon. Verdammt. Ich beides ausrüsten, was? Steht noch nicht.